Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Primal Ops. Und wir kassieren jetzt hier direkt erstmal die Prämie für Tag 5. 300 von diesen T-Rex-Coins oder was auch immer das ist. Werden wir bestimmt gebrauchen können. Oh, was haben wir hier? Ach, das ist nochmal das Tyrannosaurus Rex Event. Bis zum 15.07. läuft das Ganze. Ist heute, oder? Nee, heute ist der 14. Ja gut, da brauchen wir nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Belohnungen abholen. Das haben wir uns nämlich verdient. Wir haben ja einiges geschafft. Drücken wir auf alle abholen und dann gucken wir mal. Boah, 440 von diesen Coins. Das ist voll gut, oder? Ich glaube, das war ganz gut. So, gelesen und löschen. Jetzt ist ja alles clean. Und jetzt können wir nochmal ganz kurz in den Shop reingucken auf jeden Fall. Und dort nochmal gucken, ob wir Kisten kaufen könnten. Wir können halt wirklich Kisten kaufen. Die gewöhnliche Dinosaurier-Cases. Da sollen wir mal ein bisschen was machen. Also ich schaue mir erstmal das Werbevideo an. Und dann cashen wir hier nochmal 4 Kisten rein von den gewöhnlichen, würde ich sagen. Also diesen hier. Machen wir mal so ein kleines Case-Opening zu Beginn. Aber erstmal gönne ich mir jetzt das Werbevideo. Wir haben es geschafft. Werbung erfolgreich gegönnt. Und jetzt können wir eine Kiste öffnen. Nummer 1 von 6, glaube ich, heute. Okay, das ist leider nichts Seltenes. Das ist leider weiß. Aber das ist Kentrosaurus-DNA. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Tatsächlich ist ja gerade das, was wir am meisten brauchen, eigentlich der... Wie hieß er denn noch? Ach, hier ist der. Dracovenator. Von dem. Da brauchen wir nur noch 4 von der DNA. Dann können wir den spielen. Oh, und der Suchomimus ist auch schon bei 40. Das heißt, da können wir auch drauf hoffen. Oh, Suchomimus wäre auch heftig. Würde ich auch mega feiern. Also hofft gleich bei den Kisten auf Dracovenator-DNA oder Suchomimus-DNA. Das wäre cool. Aber wir gehen jetzt rein und cashen ist jetzt ein paar Kisten. Los geht's. Komm schon. Oder was Goldenes, das nehme ich auch. Oh, dreimal? Das ist ja richtig gut. Da ist sogar Sucho dem dabei, glaube ich. Ja, Sucho Mimos. Das heißt, da fehlen uns jetzt nur noch 7. Richtig gut. Was haben wir noch? Dracorex. Und Acrocanthosaurus. Das ist auch immer gut, ne? Wenn wir was kriegen von Dinosauriern, die wir schon haben. Dann können wir den nämlich besser machen. Und direkt die nächste. Oha! Zweimal Zungarypterus, dürfte das sein? Ja, Zungarypterus. 6 DNA, auch nicht schlecht. Und nochmal Agro-DNA. Flugsaurier wäre auch cool, ne? Würde ich auch feiern. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch mehr. Aber ich glaube, es sind insgesamt doch nur 5 Kisten. Was ist das? Triceratops? Ah, ne. Argyaceratops ist es. Trodon haben wir auch. Dracorex haben wir auch. Ah, das wird, glaube ich, nichts mehr mit dem Sucho. Aber wir sind schon mal näher dran. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich hätte schon Lust auf noch ein Fleischfresser, muss ich sagen. Oh, da ist er zweimal. Oh, da haben wir ihn doch, oder? Wartet mal. Doch noch was geworden. Dracovenator-DNA. 9 Stück. Wie gut. Richtig lucky. Oh mein Gott. Also es ist doch noch was geworden. Da ist er doch. Mega gut. Der sieht auch heftig aus, oder? Okay, das feiere ich. Jetzt haben wir einen Dracovenator. Und wir können sogar schon bald hier was öffnen, sehe ich gerade. Ich würde gerne mal so eine seltene sparen. Oder eine epische? Tierführerkiste, auch cool. Ich kann mir hier natürlich auch nochmal was ansehen an Werbevideos, aber das mache ich dann gleich, also nachdem ich aufgenommen habe, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal zu unseren Dinosauriern und schauen uns mal unseren neuen Dracovenator an. Der klingt auch wie ein Dino, ne, von den Sounds. Habt ihr das gerade gehört? Sollen wir den mal ein bisschen aufleveln?
Wir testen den erstmal so. Also ich weiß auch gar nicht, gegen was der gut ist. Steht das dabei? Warte mal. Gegen Evo Zenith hat der Schadensbonus. Ausdauer gegen Evo Zenith. Das ist wahrscheinlich irgendeine andere Organisation oder so, ne? Löst bei Treffer für 3 Sekunden Vergiftung aus. Immun gegen Gift. Okay, das heißt, den brauchen wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so dringend. Aber wir gehen jetzt mal in eine Mission. Wir Zeit, ne? Wir haben so viele Kisten geöffnet. So, gegen was spielen wir? Entschärfe die Dino-Falle. Kann ich das jetzt irgendwo sehen, gegen was wir spielen? Ja, was ist das Zeichen da? Ist das Zenit? Ach, das steht hier. Ist auch stark und schwach und so. Das heißt, ich tausche mal eben den hier aus, den Argue. Ach, nur der Dracorex ist stark. Okay. Hier ist ja nichts stark ansonsten. Also wir sehen das ja mal an den Pfeilen da. Da habe ich ja schon die besten mit, die wir dabei haben können. Oh, ich will aber trotzdem eigentlich gerne den Dracovenator einmal ausprobieren, oder? Komm, wir machen den einmal rein. Wir müssen ihn ja testen, nützt ja nichts. Los geht's. Dinosaurier fallen. Die nutzen jetzt Fallen. Richtig, und du musst sie entschärfen. Verliere aber dabei nur keine Gliedmaßen. Das kriegen wir hin. Guck mal, wie der aussieht. Der ist halt echt wie so ein Dilo, ne? Ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Hybrid, oder was ist das? Zumindest noch nie was von dem gehört. Ne, ein Hybrid ist es wahrscheinlich doch nicht. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Klingt so ein bisschen wie Konkavenator auch. Los geht's. Angriff. Da haben wir sie. Ich check natürlich auch immer jetzt hier unten und sowas. Wir wollen ja nichts verpassen. An Geheimnissen. Ich fand aber tatsächlich den Dracorex gerade gar nicht so stark. Auch wenn er eigentlich gut sein soll gegen die Units. Ach doch, okay, guck mal. Jetzt hat er den mit dem Schild komplett alleine fertig gemacht, der Draco. Okay, das war schon ziemlich OP. Okay. Die hatten ja gar keine Chance gegen mich. Aber war ja auch ein Überraschungsangriff, also von daher ist das auch nur gut. Ist aber auch so eine Wüstengegend hier. Die Musik ist auch voll chillig. Oh, da oben sind wieder Gegner. Komm, ich rufe jetzt mal den Agro. Komm schon, Agro. Der Agro ist ja übel schwach gegen die. Der macht fast gar keinen Schaden. Da ist der Draco wirklich deutlich stärker. Kann man sich gar nicht so vorstellen, weil der so viel kleiner ist. Ja, steht auch nichts mehr rum. Gehen wir weiter. Hey Leute, ich brauche Hilfe hier. Hallo? Lass du mich jetzt im Stich? Du machst das Draco, oder? Ja, guck mal. Der Draco rennt mega gut. Also bis jetzt kommen wir wirklich gut durch. Wir holen mal nur den Dracos, nur einer. Da wollen wir mal nicht so übertreiben. Oh, der ist noch da, der Draco. Okay, krass. Der ist halt mega gut gegen die Schild-Units mit seiner Kopfnuss. Das klappt schon richtig gut. Boah, ist das nice mit dem Draco weg. Ich schaue nochmal eben unten in der Ecke. Ja, sieht aber nicht so aus, als wenn wir was verpasst haben. Deswegen weiter.
glaube, die beiden sind tatsächlich ein ziemlich gutes Team. Der Draco schubst die weg und dann kommt der Fake-Dilo mit seinem Gift oder was das ist. Der klingt halt auch genau wie ein Dilo. Ganz schön großes Level. So ein großes Level hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Oh, jetzt kommt Endgegnerkampf oder so. Schau dir an, wie groß das Ding ist. Ah, das ist die Falle, ne? Schalte es aus, bevor es Schaden anrichtet. Okay. Ich hoffe, meine Dinos können da nicht reinlaufen. Los, kämpft! Ja, meine Dinos sind aber schon ziemlich gut, muss man sagen. Ich hätte mich erst umgucken müssen. Ich glaube, jetzt ist die Mission schon vorbei, ne? Kann ich gar nicht mehr looten. Du hast die Gegend viel sicherer gemacht. Danke. Ich hätte erst gucken sollen. Jetzt habe ich den ganzen Loot vergessen. Ah, da waren bestimmt noch Truhen und so. Schon Mist. Na, egal. Oha, voll viel. Oh, auch 70 DNA von irgendwas. Ich glaube, das ist Trodon. Okay, wir müssen uns ein Werbevideo anschauen. Guck mal, 15.000 Coins. Da sehe ich mich aber. Und jetzt haben wir 15.000. Das hat sich, glaube ich, gelohnt. Das war ziemlich gut. Wir können jetzt auch gleich mal eben gucken, was wir mit der Trodon-DNA machen können. Neue Organisation entdeckt. Das ist bestimmt die Organisation, wogegen unser neuer Dino gut ist. Wobei, das war ja gerade schon gegen die Organisation, oder? Also da war ja nur der Draco gegen gut. Also kann das ja auch nicht sein. Da haben wir jetzt schon 40.000 von diesen Coins. Das ist ja mega gut. Müssen wir erstmal so weiterspielen. Nützt ja nix. So, da haben wir wieder die Organisation. Meine Dinos sind halt alle schwach, außer der Draco-Rex. Also den Agro konnte ich gerade ja komplett vergessen. Der war echt nicht gut. Dann nehmen wir dann mal den Argue mit. Und dann gucken wir mal. Machen wir das mal schnell. Wir haben Berichte über Wilderer in diesem Gebiet. Sie sind hinter den Eiern her. Dinosaurier zu jagen ist schon schlimm genug, aber warum sind sie immer hinter Eiern her? Keine Ahnung, aber was wichtig ist, dass wir die Nester schützen. Das kriegen wir hin. Diesmal patrouillieren die sogar voll. Angriff! Hey Leute, ihr müsst mir helfen. Dinos! So ist fein. Hier ein bisschen was können wir dann auch noch alleine schaffen. Ah, ich habe eine Kiste gefunden. Hat sich das Suchen doch gelohnt. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, wegen neuen Gewehr oder den Schuss allgemein zu verbessern. Von dem Charakter, den wir spielen. Das geht bestimmt auch, weil wir machen irgendwie kaum Schaden. Aber dafür machen unsere Dinos gut Schaden, das muss man sagen. Alter, helft mir! Die werden irgendwie immer stärker, die Units. Okay, wir haben's. Da oben ist auch schon wieder einer. Ja, die mit dem Schild sind immer echt schwach gegen den Draco. Der kann da wenigstens durchrammen. Der hat so einen Shield-Break-Move. Ist ganz praktisch, weil ich kann die nicht wirklich anschießen. Sind schon gut geschützt mit dem Shield, muss man sagen. Na, da oben ist leider auch nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Hier sind auch keine Kisten mehr. Aber Gegner sind hier. Immer schön wegsliden, wenn die näher kommen. Oh Gott, wie viele sind hier? Alter, das ist ja voll gefährlich. Ah, ich häng fest. Los, Draco. Ey. Hab ich alle? Okay, meine Dinos haben sich gekümmert. Ich habe gefühlt nichts gemacht.
Oh, guck mal, da oben. Hat sich gelohnt, der Abstecher. Ich tank mal wieder ein bisschen Ausdauer, falls wir gleich kämpfen müssen. Nicht, dass ich da nicht wegsliden kann. Da sind die Eier. Da sind sie ja. Werde diese Barbaren los. Bringt die Eier in Sicherheit. Das schaffen wir. Los. Kämpft. Wie schön die auch betäubt dann immer sind. Aber ich glaube, das kommt von meinem Schuss. Ich glaube, damit haben die Dinos nicht so viel zu tun. Okay, das ging jetzt easy. Aber ich will noch nicht zu den Eiern. Erstmal mich umgucken. Wahrscheinlich mache ich das jetzt komplett umsonst. Hier ist halt echt nichts. Ach, wie frech. Ja gut, dann gehen wir zu den Eiern. Ausgezeichnete Arbeit. Diese Eier sind in unseren Laboren sicher. Sobald sie geschlüpft sind, können wir sie wieder sicher in der Wildnis entlassen. Okay. Haben wir gut gemacht. Mission abgeschlossen. Oh, suche Mimus. 50 DNA, oha. Richtig gut. Das heißt, den haben wir jetzt auch freigeschaltet. Und wir hatten ja schon richtig viel DNA für den. Dann können wir den gleich richtig boosten sogar. Heute ist richtig erfolgreich. Oh mein Gott. Besser geht's ja gar nicht. Der sieht auch schon echt cool aus, muss man sagen. Mal gucken, gegen was der stark ist. Da bin ich gleich mal gespannt. Der macht sogar Animationen, der kratzt sich und sowas. Das ist ja cool gemacht. Komm, einmal noch schreien. Sehr schön. Gefällt mir. Dinosaurier. Suche Mimus. Statistik. 100% Schadensbonus gegen Koslov-Expedition. 100% erhöhte Ausdauer gegen Koslov. Ja, was ist denn Koslov? Sind das die, gegen die wir gerade kämpfen? Können wir hier eigentlich gucken? Ja, das sind die. Guck mal hier. Der Draco hat ja auch den Bonus und das ist ja auch Koslov. Das heißt, der Sucho ist richtig gut für uns, dass wir den jetzt haben. Sollen wir da nochmal einmal reinboosten? Weil wir haben ja echt viel. Auch DNA und so. Ah ne, wir brauchen 70 DNA. Krass. Okay. Ja, wir haben schon 43 überschüssige DNA. Ist ja auch schon nicht schlecht. Aber wir können ja mal so ein bisschen aufleveln. Und der Sucho ist cool. Den haben wir jetzt auf 10. Oh, ist das Endlevel, weil der rausgegangen ist? Nee, ist es nicht. Dinosaurier-Rang nicht hoch genug. Das ist doch schon mal richtig cool. Würde ich sagen, gehen wir direkt in die nächste Mission, um den mal zu testen. Nehmen wir den Sucho mit. Das wird jetzt bestimmt richtig einfach. Weil der Sucho so OP ist. Du schaust heute ein wenig trübe drein, Omar. Würde ein ausgeschaltetes Lager dich etwas aufheitern? Das könnte sein. Okay, wir sind einfach nur hier, um alles zu zerstören. Hört sich gut an. Gerade sind meine Dinos aber noch nicht da. Wie lange dauert das noch, bis wir den Sucho, einen von denen erwischen? Kann nicht mehr lange dauern. Sie ernähren sich von Fischen in dieser Oase. Ja, ich zeige euch gleich mal einen Sucho. Holen wir den Sucho Mimus. Sie sind gut gegen Gruppen von Feinden. Und sie haben eine besondere Vorliebe für Schützen. Oh yeah, los geht's. Schnetzel, Sucho. Alter, was macht er denn? Er macht so richtig AOE-Damage. Mega gut. Dann mit dem Draco dazu, dann sind wir richtig gut gegen diese Einheiten. Also ich glaube, da haben die nicht mehr viel Chance. Vor allem haben die 6 und 4 Punkte. Das heißt, wir können die perfekt rufen. Weil wir genau 10 Punkte übrig haben immer. Wie die weggeschnetzelt werden. Und der Level 10 Sucho macht sie. Der mit seinem Schild, ey. Nervensäge. Kriegst einen Kopfstoß. Bam. Weg bist du. Ja, unser Dino-Team wird schon echt viel cooler mittlerweile. Da oben kommt wieder einer mit Schild. Oh, der mit Schild wird auch richtig verprügelt von dem Sucho. Der Sucho ist mega strong.
Das klappt schon echt gut. Komm, hier oben ist bestimmt eine Belohnung. Ich wusste es. Der Weg hat sich gelohnt. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Jetzt können wir weiter. Los, macht sie platt. Oh, wie viele das sind. Wegsliden. Oh Gott. Alter, wie schnell ist der? Ich fühle mich so stark mit dem Sucho. Na, noch eine Kiste. Gönnen wir uns. Oh, Endlager. So wie es aussieht. Das ist das Lager. Dann wollen wir mal aufräumen. Boah, zerstören kann ich gut. Let's go. Die haben einfach keine Chance. Die werden so platt gemacht. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Machen wir mal das Lager kaputt. Yay! Mission erfolgreich. Haben wir doch wieder gut gemacht. Sehr schön. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Da habe ich mir doch auch direkt wieder das Werbevideo gegönnt. Da lohnt sich das dann auch immer. Jetzt haben wir nämlich fast 16.000 Punkte. Und wir haben 70 Suchomimus-DNA bekommen. Und auch Waffen, oder was ist das? Ah, nee, Baupläne. Ja, wir müssen, glaube ich, auch echt mal die Waffen uns angucken und mit den Operatoren uns beschäftigen. Weil aktuell haben wir halt nur was mit den Dinosauriern gemacht. Aber mega gut, dass wir jetzt wieder so viel Suchomimus-DNA bekommen haben. Das heißt, jetzt könnten wir auch den Rangaufstieg da gleich machen. Machen wir auch gleich auf jeden Fall noch, würde ich sagen. So, wir sind wieder irgendwas hier freigeschaltet. Oh, wir sind Level 2 geworden oben links. Gut, was bringt uns das? Ach, dann schalten wir auch erst andere Dinosaurier frei. Okay. Ich glaube, es gibt noch so viel zu tun. Aber wir sind halt auch noch mitten am Anfang, ne? Also hier ist ja alles noch gesperrt. Aber wir gehen jetzt erstmal zu unseren Dinos. Und zwar zu dem Sucho. Und hier können wir jetzt den Rangaufstieg machen. Nämlich jetzt 113 von 70. Okay, der nächste kommt mit 80 DNA. Wir haben aber auch schon wieder 40. Jetzt können wir auch weiter aufleveln. Ich booste den jetzt noch. Dinosaurier, der Baryonyx-Familie, aufgestiegen. Okay, das ist cool. Kriegen wir auch eine Belohnung. Das heißt, da können wir jetzt wahrscheinlich auch was anderes freischalten, gehe ich mal von aus. Ach nee. Ich dachte, hier ist jetzt auch was freigeschaltet bei der Baryonyx-Familie. Aber irgendwie nicht. Was müssen wir denn dafür noch machen? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. War ja auch mega erfolgreich irgendwie. Also wir haben einen neuen Sucho und wir haben einen neuen Dracovinator. Also eine richtig gute Folge, würde ich sagen. Lasst mal ein Like da. Und falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.